Wir haben Freitag 2022, irgendwann im September, Februar. Und Uhrzeit ist egal, und mein YouTube-Kanal Bernhard TV hat seit gestern 47 Abonnenten. Ich weiß auch, wer der 47. Abonnent ist, ja. Und ja, Klicks. Wir haben hier eine Klicks-Abteilung bei Bernhard TV, ja. Wir haben hier den Philipp und den Marc, ja. Das sind die OGs der Klicks-Abteilung, das sind die Profis, ja. Aber wir haben jetzt eine Neuaufnahme, einen Bewerber. Er möchte auch in die Klicks-Aufnahme, ja. Ich habe ihn schon gestern gewarnt, ja. Das ist nicht einfach, es ist die schwerste Aufgabe ihres Lebens, ja. Sie werden wahrscheinlich fürchterlich leiden müssen, ja. Extra. Ich werde sie richtig hart rannehmen. No homo. Aber nur die Besten der Besten der Besten der Besten kommen hier bei Bernhard TV in die Klicks-Abteilung, ja. Marc und Philipp sind zu Recht dort, wo sie sind, ja. Lieber Kollege, bitte, wirklich. Nur weil er so ein Auto hat, ich weiß nicht mehr, was das Modell ist, BMW irgendwas, ich kenne mich nicht aus dem Auto, so. Ja, denkt, er kann machen, was er will. Nee, ja. So, Anton heißen sie. Anton Dang, Deng. Sind sie asiatisch, ja? Wenn ja, will ich wissen, woher. Denn es gibt in jedem Land der Welt Vorteile. Ja, ich mag Vorteile. Ja, ich möchte, wenn sie von dort kommen, bringen sie mir dort was aus dem Urlaub. Und wenn sie von dort kommen, will ich da was aus dem Urlaub. Was los? Normal, oder? So, okay. Und sie haben mir eine Frage gestellt. Wir reden jetzt gleich über Eintracht Wolfsburg, ja? Sie haben mir eine Frage gestellt. Ich soll bitte nach dem Frankfurt-Wolfsburg-Spiel die Spieler einzeln bewerten. Ja? Ja, kann ich machen. Ja? Wenn mich einer nett bittet, ja, und dafür bezahlt, dann mache ich das gerne. Ja? Ich werde das für Sie tun und die Rechnung kommt per Post. Ja? Super. Also, Anton Deng, ja, Ihre Aufgabe beim Bernhard TV in der Klick-Gang startet ab heute. Viel Glück. Hier gibt es keinen, hol mich ein Star, hol mich hier raus, ich bin ein Star. Hier gibt es kein Entkommen, ja, entweder sie sind drin oder sie sind draußen. Viel Glück. Ich freue mich jetzt schon, ja. So, also, Eintracht Wolfsburg. Samstag, morgen. Also, wir spielen gegen den Ex-Verein unseres Trainers. Oliver Glasner hat schon durchblicken lassen, dass der eigentlich noch einiges weiß über Wolfsburg, ja. Warum auch nicht dieselbe Mannschaft, ja? Und Wolfsburg, ja, haben sich vor der Saison den Marc van Bommel geholt. Da haben ihn nach 8 oder 7 Spieltagen entlassen. Die haben einfach so die ersten 2 Spiele gewonnen und so, dass alle dachten, boah, die Champions League wird so gewonnen, ja? Und was heißt es eigentlich so, ja? Aber okay, wird so gewonnen, na, wie Thanos. Mit dem Fingerschnipsen die halbe Galaxie auslöschen. Oder zumindest das halbe Leben auf der Erde, ja. Und so wollte Wolfsburg die Champions League gewinnen, ja, Sippi, ja. Gibt keine Avengers mehr, ne? Macht euch mal nichts vor, ja. Höchstens das A-Team, was immer kommt, dann hilft, ja. Aber, ja, verkackt. Danach alles entlassen worden. Ich weiß nicht, wie man einen Trainer nach 7 Spieltagen entlassen kann, wenn da nichts Menschliches dazwischen ist. Egal. Dann hat Wolfsburg natürlich alles auf den Kopf gestellt, ja, alles Geld der Welt in die Hand genommen, jegliche Datenbank analysiert, tausende von Gesprächen geführt, die ganze Welt abgesucht, den Transfermarkt sondiert, den Trainermarkt analysiert, ja, keine Mühen gescheut, wirklich alles, alles, Blut, Schweiß und Tränen sind geflossen, ja, wirklich, viele Monate sind über die Berge gezogen. Ja, und alles ist so, ja, und dann haben die Kohlfeld geholt. Ja, Punkt, Punkt, haben die Kohlfeld geholt. Muss man da noch mehr sagen? Die haben Kohlfeld geholt als Trainer, ja, also bitte. Ja, ist okay. Vollkommen, es ist vollkommen okay, weil es Wolfsburg ist und wir Eintracht sind. Ja, es ist vollkommen okay. Nur nicht für Wolfsburg, kann ich mir vorstellen, ja, weil ich habe doch vor der Saison gesagt, wer am Arsch sein wird diese Saison. Wolfsburg, Gladbach und Berlin. Es ist klar. Und ich meine Hertha Berlin. Das war von Anfang an klar. Jetzt spielen wir gegen Wolfsburg. Und natürlich hat Eintracht Frankfurt immer das Pech, dass wir immer gegen eine Mannschaft spielen, die am Arsch ist, und dann wechseln die den Trainer.
Ja, das ist hier noch nicht passiert, kurz davor wahrscheinlich, aber noch ist es nicht passiert. Und aber dann holen die den Kruse, ja? Warum den Kruse? Ich meine, ich weiß, warum die den holen. Ich kann es mir vorstellen. Aber ja, diese Pampelmuse-Kruse, ja, der trifft immer gegen die Eintracht. Das wird diesmal nicht passieren, ja? Tut ein Dicker und Hinti. Das werdet ihr nicht zulassen mit allen Mitteln, die euch zur Verfügung stehen und auch die, die euch nicht zur Verfügung stehen. Ja? Ruft mich an. Ich besorge euch alles, was ihr braucht für das Spiel. Ja? Alles. 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 Ja? Und alles. Jedenfalls dann kommt dieser Wechsel. Ja? Und die verlieren 8 Spiele am Stück oder 7. Gefühlt 24. Ja? Die haben alles verloren und dann kommt was war das letzte Spiel? Kräuter Fürth? Irgendwie sowas haben die jetzt gewonnen, ja? Und natürlich ist nach außen wieder heile Welt. Keine Ahnung, ob es so ist, aber ich erzähle hier einfach irgendwas, ja? So, machen jetzt auf heile Welt, weil die mal ein Spiel gewonnen haben gegen Kräuter Fürth, ja? Super, ja. Das ist natürlich scheiße, jetzt ein Erfolgserlebnis gehabt gegen Kräuter Fürth, ja, sorry, aber das ist, kann man ja nicht ernst nehmen. Und dennoch, das ist natürlich blöd. Aber ist egal, es ist Eintracht Frankfurt, ja. Wir spielen souverän und solide, ja. Die Rückrunde läuft noch nicht 100%ig rund, so wie sie hätte laufen müssen. Aber der erste Sieg ist drin. Die anderen Spiele. Eintracht Frankfurt spielt schon wesentlich besser, als es mal der Fall war am Anfang der Saison. Eintracht Frankfurt spielt im Wesentlichen auch gut. Es gibt natürlich noch diverse Baustellen Punkte, Schrauben, die man noch so ein bisschen fester drehen muss oder überhaupt erst einsetzen muss. Ja? Oder was? Erstmal ein Bauplan da. Nee, Eintracht Frankfurt weiß schon, wie sie zu spielen haben. Das ist schon, wie gesagt, wirklich. Da weiß eigentlich jeder, was Sache ist. Frankfurt spielt gut. Noch nicht effektiv genug. Ja? Das ist das effektiv, kann man sagen. Nicht effektiv genug, aber schon gut. Und ja, Wolfsburg, da, ich weiß nicht, die haben Kohlfeld einfach. Muss man noch mehr sagen, ja. Das wird schon, ja. Glasner kennt die in- und auswendig. Kohlfeld kennt gar nichts, ja. Und Eintracht Frankfurt wird dieses Spiel gewinnen. Da muss man nicht sich mit Fußball auskennen, ja. Muss man nicht. Braucht man nicht, ja. Wie sollten wir denn spielen? Ja, gegen dieses Wolfsburg. Ja, also Wolfsburg muss wirklich nicht in der ersten Liga sein. Sorry, Wolfsburg. Wolfsburger. Wolfsburger. Bürgerchens, ja. Das muss nicht sein. Wirklich nicht. Das muss nicht sein, Wolfsburg in der ersten Liga, ja. Das ist so wie Wasser ist nass, ja. Was ist das? Rosen sind rot, Veilchen sind blau, ja. Wolfsburg-Trikot ist grün, aber Wolfsburg gehört nicht in die erste Liga. Das ist so. Das ist so ein ungeschriebenes wie geschriebenes Gesetz, ja. Und das wird auch langsam mal sein. Also, jedenfalls, gegen Eintracht Frankfurt wird es eh nichts, Wolfsburg, ja. Und wie sollten wir spielen? Ja, Trappentor. Wir haben viele Problemchens. Hasebe immer noch, ich wollte sagen in Quarantäne, aber das meine ich gar nicht. Im Krankenhaus, also ich weiß nicht, im Krankenhaus, aber immer noch krank, verletzt. Ja, gute Besserung. Immer wir uns Hasebe jeden Tag gute Besserung wünschen. Muss man einfach. Man sollte morgens aufstehen und Hasebe gute Besserung wünschen. Das ist einfach so. Ja, so gehört sich das. Ja, gute Besserung, lieber Makoto. Ja, und auch alle anderen, die ein BP-Chen haben bei Eintracht Frankfurt. Auch unser Kapitän, erst recht, der Rode auch. Da ist ja wieder die Knieproblematik. Es ist sowieso. Es will jetzt wirklich keinen Teufel an die Wand machen. Toi, toi, toi und so. Es ist wirklich sowieso. Man muss fast schon sagen, verwundernswert, wie lange er eigentlich bei der Eintracht schon durchgespielt hat, ohne was Ernsthafteres. Und natürlich gehen wir jetzt nicht davon aus, was Ernsthafteres ist, aber wenn man hört Rode und Knie in einem Satz, das ist nicht gut, leider, ja. So, dennoch, gute Besserung. Und werd schnell wieder fit und ich hoffe, du bist bald wieder am Start. Natürlich, muss sein. Wichtig, sehr wichtiger Spieler für Eintracht. So. Natürlich haben noch die einen oder anderen Spieler auch WWchen, aber das, ich kann jetzt nicht auf jeden einzelnen seine WWchen eingehen. Das ist auch nicht WWchen TV, ja, das ist logisch, ja, das ist Ballert TV. Aber WWchen TV habe ich mir jetzt gerade patentiert, das ist ziemlich gut. Ja, das ist ziemlich, das gefällt mir. WWchen TV, das wird auf jeden Fall irgendwann mein Zweitkanal, WWchen TV, ja. So, WWchen TV. So, jedenfalls, ja, Trapp im Tor. Abwehr stellt sich von selbst auf. Und es wird langsam knapp, da Hasebe jetzt erstmal nicht am Start ist die nächste Zeit. Haben wir noch Ilsanker. Ja,
ja, ist okay, also wirklich, geht wesentlich, also ich möchte es auch nicht immer so klingen lassen, als wäre das schlecht, ja, es geht wesentlich schlimmer, ja, also, aber ich will nur sagen, wir haben noch einen etatmäßigen Innenverteidiger. Sollte jetzt nichts dazwischen kommen bei unseren Verteidigern, ja. Also, werden wohl mit Hinti in der Mitte spielen. Hinti, es ist jetzt dein Augenblick gekommen, ja, in der Saison endlich anzufangen, ja. Du hast schon viele Spiele gemacht in der Saison. Wir wissen alle, was Sache ist. Jetzt geht die Saison für dich los. Ab jetzt kannst du liefern und dann werden wir danach immer darüber sprechen, dass es eine Top-Saison von dir war. Ja, guter Deal oder guter Deal. Also, Hinti fängt an, tut er rechts, Indika links, Indika. Schatzi, ja, ich vermisse dich jetzt schon. Geh nicht, ist egal, wirklich, was die bieten. Ich biete mehr, ja. Gib mir die Verträge, die die anderen dir bieten, ich werde dir mehr geben. Ja, muss ja nicht immer Geld sein. Ich werde dir mehr geben. Mehr. Du wirst zufrieden sein. Ja, komm einfach zu mir. Ja, Schatzi, bleib hier. So. Links. Fragezeichen. Kostic. Lenz, gutes Spiel gemacht. Definitiv die defensivere Variante. Ja, blöd. Wenn du in einem 4-4-2 spielst oder das System umstellst, dann können beide spielen. Dann hast du eigentlich eine ganz gute linke Seite bei der Eintracht, ja. Aber das ist das Gesamtgefüge des Kaders, gibt es nicht so her. Ja, da ist ein Übergewicht auf links, meiner Meinung nach. Wobei du das auch mit Ansgar Knauf probieren könntest und halt rechts Cendo oder wie auch immer. Ja. Wir haben gerade vorne so unsere Formation gefunden. Wenn du da jetzt wieder einen rausnimmst und sowas, weiß ich nicht. Ja, ich würde das erstmal alles beibehalten. Also, wir gehen mal davon aus, dass Kostic fit ist. Wenn nicht, wissen wir ja, wie die Alternative aussieht, Lenz. Weil, ist okay, klar, super. Ne? So, rechts. Ich gehe mal von Chandler aus wieder. Oder? Würde auch mal gerne Knauf da vorne sehen. Aber wird wahrscheinlich eingewechselt werden dann in den letzten 15 Minuten oder 20 Minuten in der Spielverlauf. Ja, okay. Ist okay. Soll er sich erstmal da einfügen und dran gewöhnen. Chandler halt auf rechts. Geht ja auch wesentlich schlechter. Also Chandler ist ja grundsolides Frankfurter Handwerk. Ja? Fußwerk, muss man ja eigentlich sagen. Ja? So, Zentrale stellt sich von selbst auf mit So und Jakic. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Ja, läuft, läuft. Noch ganze 2 Minuten. Alles gut, alles gut. So, ja, So und Jakic. Lass mal mehr. Also, das ist doch ein Traum, du da auf der 6. Und habe heute gelesen, dass Lindström und Boré keine Ausstiegsklauseln haben. Das ist super. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, wenn ich über So rede, aber ist okay. Ja, ja, So, So soll seinen Vertrag verlängern bei der Eintracht. Ja? Würde mich freuen. Denn die Entwicklung, die er genommen hat, allererste Sahne. Er hat die Saison teilweise Pässe gespielt. Also wirklich, die waren nicht von dieser Welt. Ja? Und wenn er so weitermacht, dann sollte er seinen Vertrag definitiv hier verlängern. Damit wir ihn dann eines Tages für 400 Millionen verkaufen können. Ja? So. Ich wollte gerade irgendwas sagen, da dachte ich, ach, ich bin jetzt zu faul. Ja? So, jedenfalls. Ja, das ist unsere Zentrale. Vorne, Kamada. Ich hoffe wirklich, ich weiß nicht. Also ich hatte, das ist für mich eh immer so eine Zauberei. Wenn so Profisportler, wie so Fußballer, einen Muskelfaserriss haben, ja. Die sind 2-3 Tage, also vielleicht 1-2 Wochen maximal. Ich will nicht sagen maximal, aber die sind so eine kurze Zeit außer Betrieb. Und dann auf einmal sind sie wieder voll mitten im Spiel, ja. Ich hatte schon mehrere Muskelfaserrisse in meinem Leben. Und ich hatte mal einen Muskelfaserriss, da konnte ich nicht mal 5 Wochen nicht mal nur daran denken, auf meinen Fuß aufzutreten, ja. So, ich verstehe nicht, wie die das machen, wie zaubern die das, ja, dass der nach 2 Wochen wieder spielt, auf dem Platz steht, ja. Das ist für mich phänomenal, ich verstehe das nicht, ja. Ja, Wahnsinn, ja. Und, Wahnsinn, ja, kann ich nicht nachvollziehen. So, aber sollte Kamada spielen, wäre das natürlich top, muss sein, ja, super Spieler da, ja? Ich hoffe, er kann spielen, wenn nicht, haben wir dann halt, könnten wir das so ein bisschen mit entweder Knauf oder auch über mehr über rechts dann oder ein Auge über die Zentrale oder, nein, Rustic, klar,
Ustic. Ja, also könnte man sich echt mal Gedanken machen. Sollte Kamada auch nur anscheinend von nicht hundertprozentiger Fitness an den Tag legen, dann Ustic. Ja, Mr. Wally. Mr. Wally Drop Kick. Schuss, schießen, Tore machen. Wahnsinn. Ja, klar, es ist eine super Alternative. Sollte Kamada nicht fit sein. Ja? Werden. Fit sein werden? Nein, das ist ein bisschen falsch. Aber es macht nichts, weil deutsche Sprache sehr kompliziert. Ja? So, jedenfalls, ich gehe mal von Kamada und Lindström, beide auf der Doppelzehn. Und Lindström ist ja so mehr oder weniger irgendwie so ein. Ist ja überall. Acht. Er spielt ja den Zehner, den Neuner und den Elfer. Ja? Und manchmal sogar den. Rechts außen. Was hat der rechts außen eigentlich für eine Nummer? Rechts außen. Jetzt mal ganz ehrlich, was ist rechts außen so bei den Trikotnummern für eine Nummer? Ja? Also defensiver ist der Sechser, der dieser Box-to-Box-Player, wie sagt man dazu, ist ja meistens die 8, so der offensivere Part. So. 10 ist der Spielmacher, 9 und 11 sind die Stürmer, 7 ist so meistens so. 7 ist so eine Außenbahnnummer, ja, aber ich habe irgendwie durch Ronaldo wahrscheinlich auf der linken Außenbahn. Aber hatte nicht Beckham auch mal die 7? Bei Menu damals? Oder bei Real? Ich weiß gar nicht mehr. Und er war rechts oder so. Ich weiß es nicht, ja. Aber was würde mich mal interessieren jetzt, ob es da irgendwie sowas gibt, ja. Ja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Boré vorne rein, Lindström und Kamada dahinter. Bam, offensive Power. So. Wolfsburg, ja. Wir haben gegen Stuttgart auswärts gespielt, also gespielt bei uns, ja. Ich hab das nie drin, ja. So, okay, wir spielen zu Hause. Wolfsburg hat jetzt gegen Fürth gewonnen, das ist kein Indikator für eine Trendwende, ja, das ist gar nichts. Ja, Wolfsburg ist natürlich in der definitiv schlechteren Ausgangslage, nur am Verlieren. Eintracht Frankfurt ist relativ stabil. Wolfsburg ist verunsichert, Frankfurt ist relativ stabil. In Frankfurt ist nämlich alles relativ stabil. Ja. Und deswegen, ja, Eintracht Frankfurt wird das Spiel machen wollen, drücken. Ja, Eintracht Frankfurt drückt die Gegner gerne rein. Wolfsburg kann maximal auf Konter spielen. Ich denke nicht, dass sie in der Position sind, das Spiel selbst machen zu wollen. Auswärts, total verunsichert mit 8 Niederlagen im Gepäck. Das Fürth-Spiel zählen wir einfach nicht. Das erkennen wir hier den Wolfsburgern offiziell ab bei WWchen TV. Und ja, wir werden ein typisches Eintracht-Spiel sehen. Ne? Ich prophezeie, das Spiel geht los, 10 Minuten. Es passiert eigentlich gar nichts, bis auf Wolfsburg könnte so den Anschein machen, als ob die das Spiel machen wollen. Ja? Dann sagt Eintracht, okay, 10 Minuten sind vorbei. Weil hat der VfL gesagt, nach 10 Minuten dürfen wir anfangen. Dann fängt Eintracht an zu spielen. Drückt Wolfsburg hinten rein, schießt dann so zwischen Minute 20 und 30 das 1-0. Ja, dann Eintracht Frankfurt wird ein bisschen nachlässiger, wird sich wieder zurückfallen lassen. Wolfsburg macht Druck, Eintracht Frankfurt macht dann in der Minute 40 bis 45 das 2-0. Ja, dann geht die Pause los, nach der Pause geht es weiter. Eintracht Frankfurt wird erstmal wieder so, ja, wir führen ja 2-0, wir müssen uns nicht anstrengen. Ja? Wenn wir jetzt einen realistischen Tipp machen würden, ja, dann würden wir sagen, Eintracht Frankfurt würde sich so weit zurückziehen und abschalten, dass Wolfsburg den Anschlusstreffer macht. Ja, nur damit es dann ganz spannend wird und Wolfsburg dann zu Chancen kommt ohne Ende, nur damit Eintracht Frankfurt dann in der 87. Minute noch irgendwie ein Kontertor macht. Ja, um es dann natürlich Eintracht Frankfurt-like spannend zu machen. Aber da wir hier bei Bernhard TV sind und nicht bei WWchen TV für Eintracht Frankfurt, wollen wir so ein WWchen hier natürlich nicht sehen. Und bei uns gibt es hier keine Gegentore für Eintracht Frankfurt. Deswegen, die Menschen hier, die fahren wie sie wollen. Ja? Das ist fürchterlich. Jedenfalls, der Tipp ist ein 3-0. Ein hart umkämpftes 3-0. Knappes 3-0. Der Spielverlauf wird ungefähr so sein, wirklich. Die erste Halbzeit wird so sein, zweite Halbzeit, ja, Wolfsburg liegen 2-0 hinten. Was wollen die machen? Wollen sie sich kampflos ergeben? Nein, die müssen anfangen, Fußball zu spielen. Eintracht Frankfurt wird sich zurückziehen, schön, gemütlich die machen lassen. Wolfsburg wird machen und probieren und tuten und blasen. Weiß, warum ich das gesagt habe, weiß ich nicht. Und die werden auf jeden Fall tuten und blasen. Ja, nicht dem Tute einblasen. Tuten und blasen, ja, also Kinder, kommt mal klar auf eure Kinderhumor, ja. So, jedenfalls,
Ja, Eintracht wird dann noch ein Ding machen. So, ganz einfach. Die Tore, wer wird machen gegen Wolfsburg? Wenn ich so die Augen schließe, habe ich immer so Spieler im Kopf, die ein Tor machen. Ja? Wolfsburg. Ich assoziiere, ich kann nicht mehr sprechen, verdammte Scheiße. Asoziale Tiere. Ja, ich kann kein nicht sprechen mehr. Ja. Jedenfalls, ich schließe die Augen und stelle mir Wolfsburg vor. Grüne Trikots und Wölfe. Ja. Wölfe. Die heulen, auch ohne, dass es denen schlecht geht. Ja. Also, muss man noch mehr sagen. Die haben Kohfeldt als Trainer und die heulen auch ohne, wenn es denen schlecht geht. Ja. Das ist nichts. Ja. Deswegen, komm, okay. Du möchtest nicht, dann fahre ich mal. Ja. So, jedenfalls... Okay, ich sollte vielleicht nicht die Augen schließen. Nicht die beste Idee. Ich muss kurz überlegen. Also. Wolfsburg. Ja. Ja, das ist schon so. Eine Mannschaft, wo Kostic ein Tor machen wird. Sollte er spielen. Ja. Es ist auch eine Mannschaft, wo so ein Tor machen wird. Und es ist eine Mannschaft, wo Hinti ein Tor machen wird. Ja? Also ich muss ehrlich sein, bei Hinti habe ich gerade gar nichts gespürt. Ja? Ich habe einfach nur gesagt, er soll ein Tor machen, weil ich mich freuen will, wenn er ein Tor macht. Ja? Aber bei Kostic so habe ich was gespürt. So, ihr wisst, Power, so was Übernatürliches. Ja? Hinti habe ich einfach nur reingeworfen, weil ich will, dass er ein Tor macht. Der muss nicht, ja, er braucht so einen Kick, so einen Schub. Ja? So, 3-0, mein Tipp. Ja, wie wir spielen, habe ich doch gesagt. Das war die Aufstellung, Taktik. Ja, was ist Taktik? Eintracht hat nur eine Taktik. Eintracht hat eine geile Taktik, ja. Ballgewinn, der Mitspieler, meistens in der Mitte, also da steht einer. Also, hier ist die Mittellinie. Hier wird der Ball erobert, ja. Dann wird der Ball gepasst. Hier steht meistens einer in der Zentrale. Der nimmt den Ball und lässt ihn nur abprallen, ja. Entweder nach links, nach rechts oder zurück. Also. Ball wird gespielt, er lässt den abprallen und der Ball kommt dann von hier, der dann zurückkommt, direkt nach links außen, rechts außen oder in die Zentrale und dann ist man schon am Tor. Geil, ja. Super Taktik, gefällt mir. Simpel, aber effektiv. Alter, Frankfurt muss es nur noch effektiv umsetzen können, ja. Aber sie ist effektiv, wenn man das perfekt spielt. Alter, Frankfurt ist auf dem Weg dahin. Gefällt mir sehr gut. Wir werden gewinnen. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Wolfsburg, ja, Kohlfeld. Ja, das ist... verbrannte Kohle, verbrannte Erde, ja. Feld, ein Feld voller verbrannter Erde zu Kohle wird. Das ist scheiße. Jedenfalls ist genug jetzt. Wir machen jetzt Schluss. Wir werden gewinnen. Falls ihr noch irgendwas zu sagen habt, sagt es unter das Video. Bernhard TV hat eine eigene Klickabteilung, die Klickgang. Ja, niemand hat eine Klickgang. Ganz YouTube nicht, nur ich. Ja, zu Recht. So. Also, Wolfsburg. Niemand mag Wolfsburg. Das ist auch mein Patent jetzt. Ich sollte diese T-Shirts machen. Niemand mag Wolfsburg. Sorry, es ist einfach so. Es ist so, ja. Ich möchte wirklich niemanden hier traurig machen. Ja, wirklich. Aber niemand mag Wolfsburg. Und, ja. Und Kohlfeldt, ja. Ach, was soll ich sagen, Kohlfeldt, ja. Ich hoffe, du hast wenigstens 2 Bitcoin. Ja, ich hoffe, du hast wenigstens 2 Bitcoin so als Notreserve, ja, weil es wird nichts mehr mit Wolfsburg. Aber Wolfsburg zahlt gut, ja. Aber ey, kaufe Bitcoin davon, weil Inflation ist nicht gut. Ja, so. Also, in dem Sinne, das wird jetzt alles hier, es läuft aus dem Ruder. Nicht aus dem Rudel, weil Wölfe, die haben einen Rudel, ja. Aber es ist eher ein Rudel voller Pudel, ja. So, jedenfalls. Ich bleib jetzt einfach mal hier stehen, das ist genug jetzt mit diesem Hin und Her, ja? So, in dem Sinne, haut rein, ciao, ich muss jetzt mal hier wirklich, das ist allerhöchste Eisenbahn. Ich habe schon vor 20 Minuten gesagt, vor 2 Minuten musste ich eigentlich da sein, aber gut. Ja, so machen wir das. Wolfsburg wird vernichtet von den Adlern. Das sind majestätische Könige der Lüfte, ja? Was ein Wolf, heult sogar, wenn es ihm gut geht, das haben wir festgestellt, oder? Mein Auto piept, Deadline. Der Patient
ist offiziell tot. Wolfsburg. Dein Schicksal. Fußballerisch gesprochen. Natürlich. Ja. Okay, genug jetzt.